Jetzt kommen wir zu etwas, was ich wirklich genial finde. Das ist einfach großartig. Wenn man jetzt diese Fee nimmt, die Großmutter anvisiert, das klingt jetzt auch irgendwo falsch, und ihr die Flasche in die Richtung bringt. Oh, T-Life, du bist es doch, oder T-Life? Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf deinem Gesicht sehe. T-Life, mein kleiner lieber T-Life. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Warst du das? Hast du mich geheilt? Ein braver Junge. Und das bin ich sowieso. Du und Ariel, ihr seid wirklich tapfere Kinder und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit über nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich selbst am Schlawittchen packen sollte, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid. Ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Oh ja, das bist du. Oho. Naja, am Anfang war sie es in gewisser Weise. T-Life, mehr kann ich leider nicht für dich tun. Aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche mit auf den Weg geben. Du hast Omas Suppe bekommen. Deine Großmutter hat sie extra für dich gekocht. Sie schmeckt und wirkt. Wenn du sie zu dir nimmst, regenerierst du deine Energie und magische Energie und zwar vollständig. Solange du keinen Schaden erleidest, schlägst du mit doppelter Angriffsstärke zu. Weil deine Großmutter die Flasche ganz voll gemacht hat, reicht es für satte 2 Portionen. Die mögt ihr doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder und hol dir einen Nachschlag. Ich würde sie gerne für dich kochen. Großmutter wird sich von jetzt an wirklich Mühe geben. Also sei auch du tapfer, mein Junge. Aber tu ja nichts Gefährliches. Hörst du? Nein, ich begebe mich ja nur auf Ja, große gefährliche Reise, ne? Ist ja kein großes Ding. ist ja nicht so, als würdest du irgendwas machen, Nö, ich gehe ja ne? nur Ist in. ja nicht so, als würdest du irgendwas mit dem Schwert auf deinem Rücken tun. Richtig, ist ja nicht so, als würde ich gerade die ganze Zeit versuchen, die Welt zu retten, ne? Muss nur kurz Du die rettest ja Welt. nicht die Welt, du rettest ja nur deine Schwester. Lol. Aber das war also das, warum ich da auch unter anderem hin wollte, weil diese Suppe, die ist wirklich einzigartig in der Hinsicht. Nicht. Würde sogar sagen, die ist sogar noch weitaus besser als eine Fee. Klar, eine Fee hat zwar die Möglichkeit, dass man, wenn man stirbt, sozusagen wiederbelebt wird. Und bye. Aber die Suppe hingegen kann komplett die Energie vollständig regenerieren und doppelter Schaden. Ich meine, hallo? Was will man mehr? Hallo? Das ist einfach gute. Das ist einfach eine gute Sache. Deswegen mag ich das auch. Ist ja auch frisch von der Omi. Frisch gekocht. Gut, jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Zwar müssen wir. Ja, gut, dass du genau in die falsche Richtung springst, mein Freund, ne? Bist du bereit? Wenn du bereit bist, lass uns zurück Seite der Insel fahren und die Höhle suchen, in der Jabu sich versteckt halten soll. Hatte ich eigentlich auch vorgehabt, aber du hast mich gerade daran gehindert, Freundchen. Oh nein, ich erinnere mich an etwas. Oh Weitere nein. Vietnam-Flashbacks. Ich krieg gerade Flashbacks. Okay. Ja, okay. Okay, das Ziel muss ich noch üben.
Das war eigentlich ein Volltreffer. Ja, okay. 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 Da kann ich jetzt noch nichts machen, da muss ich noch warten. Sehr schön. Ich werde die Stelle dann einfach in dem Falle, na nicht cutten, aber in dem Falle zensieren, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen gespoilert gerade. Ach so. Zensur auf theliveforce.com. Habe ich ja bei dir auch gemacht. Echt? Ja. Weil du was gespoilert hattest. Was habe ich denn gespoilert? Ein Item, was man noch bekommen kann. Ah, okay. Deswegen. Mein Gott, Javus, ja doch, Javus war ganz schön riesig. In der Tat, viel Zeit ist seither verflossen. Ich bin von größter Freude ergriffen, euch wohlauf zu sehen. Ja, Genon scheint wieder auferstanden zu sein. Nein, die Dinge liegen leider anders. Der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit der Legende zu tun. Aber in seinem Mut sehe ich viel Potenzial und einen Schimmer der Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was? Cool. Jawohl. Halleluja. Sorry, ich konnte nicht anders. Du hast Nairus Diamant erhalten. Du hast ihn von Jabu, dem Hüter des Wassers, überreicht bekommen. Dann waren dieser unheilvolle Regen und die fortwährende Nacht also tatsächlich ein Fluch Genons. Er hat also schon damit begonnen, unsere Welt in die Finsternis zu stürzen. Ich hege zumindest einen starken Verdacht. Und ich wünschte, ich hätte die Fähigkeit, einfach mal diese Schrift irgendwie zu lesen. Oder übersetzen zu können. Genons Fluch wurde durch die Kraft des Diamant, den du von Jabu erhalten hast, aufgehoben. Bald wird sich wohl die Nacht wieder zum Morgen erwandeln. Du bist nun mehr im Besitz aller Diamant. Oder Diamante, oder wie auch immer. Zielife. Ich habe die heiligen Orte, zu denen du die Diamante bringen sollst, auf deiner Seekarte eingezeichnet. Sobald du alle Diamante an ihren rechtmäßigen Platz gebracht hast, wird sich dir der Ort, an dem dein Mut geprüft wird, offenbaren. Doch. Scusi. Wie du an der Episode mit Jabu sehen konntest, ist Genon uns jedes Mal einen Schritt voraus. Von nun an wird unsere Reise wohl noch gefährlicher als bislang verlaufen. Ich rate dir, die Gelegenheit unseres Zwischenstopps hier auf Präludien gut zu nutzen, damit du deine Quest rein gewissens fortsetzen kannst. Dude, das brauchst du mir nicht zweimal sagen, aber ich glaube, in Präludien bin ich, was das angeht, so mehr oder weniger, glaube ich, fertig. Glaube ich zumindest.
Das ist jetzt das, was ich haben will. Nom 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 nom. Bam, gleich mit dem ersten. Aber es ist so schön, dass ich jetzt endlich Schätze sammeln kann, ohne mir irgendwie den Kopf darüber zu zerbrechen, dass ich die maximale Anzahl an Rubinen erreicht habe. Oh, Mad Cash. I love it. Da hinten will ich noch eben kurz hin, da lassen wir noch einen Schatz, der darauf wartet, von mir gefangen zu werden. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich höre nicht mal, ob der Schatz in meiner Nähe ist. Ich richte mich in dem Sinne auf das Licht. Und treff trotzdem ins Schwarze. Oh Mensch, du bist so ein Tier. Lol. Auf jeden Fall haben wir noch Mad Cash gesammelt, das ist ganz gut. Ich glaube... Ja, ich glaube, wir können sogar den Part erstmal, denke ich, beenden. Kann vielleicht sein, dass er ein bisschen kürzer ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber... Ich bezweifle es. Ich ehrlich gesagt auch. Das ist ja dann. Ja. Deswegen werden wir uns jetzt nochmal zur Präludie nochmal aufmachen und dort einmal abspeichern. Und dann beim nächsten Mal werden wir uns dann die Gebiete, wo die Diamante oder Diamante, keine Ahnung, wie man das genau aussprechen soll. Auf jeden Fall werden wir diese an die rechtmäßigen Plätze dann einsetzen. Und mal sehen, was dann passiert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. War super, T-Life, war super. Dein Sarkasmus in allen Ehren. Okay. Das klang irgendwie so ein bisschen danach. Aber egal. Ja, okay, nee, ist gut. Nein, alles gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und kann daraufhin nur sagen, bis dahin. Ciao, ciao.